zwei Reisende. Fühlt die Hände und die Füße. Und rein ins Vergnügen. Listen the energy. Same day. Every day. I'm good. Too. Wasser. Bitte. Water. Water. Reisen der Götter. Wien. Im Garden Village. Siem Reap. 24/7 Poolbar. Sag ich mal. Großmeister, die ich auf meiner Reise treffe, die sind hart. Die sind richtig hart. Die sind richtig hartnäckig. Und ich liebe sie dafür. Die Leitzelle. Und die sind fleißig. Jeder ist fleißig. Ja. Manche sind halt sperrig. Sperrig. Da kommt der Schwab wieder und sagt sperrig. Yeah, der alte sperrige Schwab. Der kam ums Eck und wurde sperrig. Warum? Weil er ans Eck geglaubt hat, dass es sperrig macht. was ist Manipulation? Manipulation ist zum Beispiel unbewusst und unbewusst dessen, nicht dessen, unbewusst seiner wahren Natur und der Funktion des Körpers. Ja, wie manipuliert, ja, Gedanke, Gefühle, was die so alles machen können. Oh. Ja, es ist Corona-Time. Meine Damen und Herren, Corona. Corona is everywhere, würde jetzt Khan sagen, ist ein Allah. Khan, Allah. He says, Brother, Corona is everywhere. Den sehe ich später natürlich auch, den habe ich heute gesehen. Er mietet sich ein Apartment und ich bin ein paar Tage bei ihm und darf meine Sachen abstellen und werde jetzt mal den Schwung ein bisschen nach oben treiben. Heute habe ich noch ein kleines Training vor mir. Wo man Klimmzüge machen kann. Ja, da hinten gibt es noch einen Pool, da will ich auch heute noch rein. Und jetzt dockt einer an und sagt, dann sag doch, wo du heute noch so rein willst. Wo ich alles rein will. Es geht niemandem was an. Ihr solltet euch eher Gedanken machen, wo ihr rein wollt. Einfach ins Licht zu gehen. Rein ins Licht. Der war bitter. Manipulation, Manipulation, Manipulation. Andocken. Ja, wie das passiert, unbewusst. Kraft, man hört irgendwas, was im Kopf so stattfindet. Einer schmeißt was rein. Einer denkt an einen oder einer wünscht einem etwas. Da kommt, ist gerade jemand gekommen, der boxt hier öfters, trainiert hier öfters und zwei Pratzen. Das ist gut. Das
in Siem Reap treffe ich rein zufällig einen, der Deutsch spricht und Pratzen dabei hat. Und sie trainiert. Der Wahnsinn. Da kann man doch noch nur einfach sagen, der Konzi hat schon wieder Glück gehabt. Das, was ihr reinschmeißt, das sage ich. Ganz einfach. So funktioniert. Jeder will mal ran, jeder will mal steuern. Wer steuert Konzi jetzt? Oh. Oh, das ist jetzt Faszination, sag ich mal. Menschenwunder. Menschenwunder. Nee, eigentlich gar nicht Menschenwunder. Das wollte ich gar nicht so beschreiben oder nicht mit den Wörtern, das ist so. Da kommt schon wieder einer ums Eck, ne? Sperriger. Mein Cousin sagt, apropos Cousin, schöne Grüße Sascha. Ah, Alexander, du siehst ja, komm in die Puschen. Wie sieht's aus mit Training? Warst du bei Toni? Ich sag's dir, Kerl. Nein, feel you free, man, feel you free. Apropos, wie jeder andere auch, fühlt euch alle frei, fühlt euch frei. Macht, was euer Herz und eure Seele euch sagt. Ich musste mir wieder durch den Kopf fahren, durchs Gesicht, durch die Stirn, dass ich da kurz mal jemanden aus der Leitung... ja, das sind, wie gesagt, Praktiken. Für manche, die es immer noch nicht so verstanden haben, auch schon wieder Zugriff, Zugriff, Zugriff. Wann hört der Zugriff auf? Wenn der Konzi richtig was sagen will. Ja! Das hat nichts mit Aggressivität zu tun. Das hat einfach nur mit von 0 auf jetzt. Totale Kontrolle über sich und seinen Körper zu haben. In der Achtsamkeitsmeditation. Wenn ich etwas nicht möchte, dann möchte ich etwas nicht, weil ich frei bin. Ich habe ein Herz und eine Seele. Wie den Herzen, wie in der Welt. Ja, hier gibt's richtig schöne Musik. Möglicherweise könnte es sein, da stellt einer gerade fest, dass er zu leise redet. Ja, ich rede zu leise. Warum? Damit du besser zuhörst. Hat auch einer gerade reingeschmissen. Auch wieder. Hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Erfahrt eure Wahrheit auf eure eigene Faust. Dockt an und wünscht euch was. Ah, da dockt gerade ein richtig mieser an. Wow. Ich glaube, da hat jemand schlecht gefrühstückt oder ist mit dem falschen Moskito aufgewacht. Da dockt einer an und da docken viele an und da geht es gerade darum. Meine Seele kommt vom Mars. Auf Mars ist es so krass, schön. Die rote, warme Erde vom Mars. Kannst du es gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht hier auf Mutter Erde, diese rote Erde. Es gibt rote Erde hier auf Mutter Erde, aber es ist nicht dieselbe rote Erde. Bam! Bam! Erwischt! Ja, die passende Seele zu
die Marsianer. Es ist so, auf dem Mars fighten die Frauen, die Marsianerinnen, die Kriegerinnen, die fighten da so und die fighten richtig krass. Also da gibt's Junge. Hey, da gibt's Beitechniken von Frauen. Ja, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall. ja, die Beitechnik hat sie drauf, aber sowas von. Also die, wie sagt man, die Spin- und Low-Kicks, die werden kommen. ja, und sie war angedockt und hat dann kurz mal reingedrückt so. Sagt es, dass ich mit jemandem nicht etwas, sag ich mal, ich soll mich nicht mit jemandem treffen. Aber ich treffe mich grundsätzlich mit jemandem. Von daher, sei es hier drin oder hier draußen. Jetzt ist da die Frage, was ist wahr? Was ist die Zeit? Ich muss mich ein bisschen dehnen. Besser gesagt, langsam anfangen warm zu machen, weil... Wann hast du vor anzufangen ungefähr? Um vier? Okay. Ja, um vier geht's los. Ja, kurz genug. Da kann man auch sogar eine Friedensstäbchen rauchen. Vorm Training. Aha. Warum? Weil es gar nicht eingrenzt. Weil es nichts macht. Es macht sogar was Besonderes. Ja, es muss keiner sterben. Das ist ja das Nächste. Der Tod ist nicht das Ende und in Wirklichkeit müsste Göttern gar nicht sterben. Das ist ja das Nächste. An was glaubt ihr? Ich glaube an das Licht in euch. Starke Herz. Ja, die hat gesagt, ich soll mich nicht mit anderen treffen. Die treffen grundsätzlich. Und daraufhin hat sie gesagt, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann trappe ich dich so und die, nicht der Mars wird beben, sondern dein Kopf wird beben, habe ich gesagt. Deswegen denke ich mir so, zum Glück ist meine Defense so massiv. Das ist damit lösbar ist. Ich räuche jetzt einfach mal. Ich spreche jetzt ein kurzes Gebet mit dem Feuer. Was soll das heißen? Eine Frage. Soll ich euch die Pupille aufreißen?